Jede Menge blaue Jacken. Interessant. Ja? Weißt du, wo ich den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht würde gebieten... Die Vorsicht gebietet, jetzt nicht zu streiten. Glaub mir. Ich habe wohl keine Wahl. Komm mit. Hier lang. Es ist nicht weit. Bin ich kaputt. Was soll das? Ist ein Eisvogel. Das hält mindestens 2 Tage vor. Man muss sich an eine gute Stelle retten. Die Reste rauswerfen. Schlechte Idee. Hilf mir! Schwer zu rennen! Bitte, überlasst ihn mir! Scheiße! Danke dir. Gehen wir. Was wollten die von dir? Weiß nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Vielleicht, also, neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen. Über den jungen Grafen. Warte mal, wo ist die Herrin Marigold? Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen. Der Große war Waldo Muris, der arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Da Herrin Wegelbuth... Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Um den Sohn der Herrin Wegelbuth. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen... Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herrin Wegelbuth bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen... Hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelbuth kommt unbemerkt aus dem Haus? So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelbuths. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben. Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelbuth fürchtet, dass das Personal beobachtet wird. Das ist eine gute Idee. So eine protzige Feier lenkt die Jäger ab. Ja, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich über die Bälle der Wegelbuths gehört habe. Angeblich wurden auf dem letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwehr. Aber jetzt, zu Kriegszeiten, hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Ach, diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach, ich würde das alles so gerne sehen. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwen schicken. Überleg doch nur, 85 Nachspeisen. Während du versuchst, einen Taillenumfang von 2 Spannen zu behalten. Geralt, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier, die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Meinst du, wir können direkt dorthin gehen? Machst du Witze? Wir müssen uns vorbereiten, umziehen. Vor allem müssen wir Masken besorgen. In Elihals Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Kümmere dich darum und dann komm zu mir.
Hat mich da drin ausgesehen. Das neben dem Rinnstein ist nass genug. Das rechnet mir in die Suppe. Hallo. Willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Bis dann. Sieht nach Regen aus. Neben dem Rinnstein ist nass genug. Regen, ich liebe Regen. Ihm scheint's zu gefallen, im Regen. Hier geht's schon nicht.
Donnerwetter. Du hast mein Anliegen ja wirklich beherzigt. War das denn nicht ernst gemeint? Ich habe noch Zeit, mich umzuziehen. Wag es ja nicht. Du siehst toll aus. Hast du alles gekriegt? Alles ist fertig. Wir können gehen. Wie schade, dass solche Anlässe so selten sind. Ohne sie würde ich dich nie in Schale sehen. Das verdammte Wams scheuert in den Achseln. Ich glaube, da wurden Drähte eingenäht. Ich werde dein heldenhaftes Leiden pausenlos bewundern. Also dann, gehen wir? Guten Tag, Herr. Herrin. Wir sind Gäste von Herrin Ingrid Wegelbuth. Die Einladung, bitte. Alles in Ordnung. Ihr findet die Herrin Wegelbuth im Hof des Anwesens. Sucht nach einer Papageienmaske. Eins noch. Lasst bitte eure Schwerter hier. Na schön. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Es ist schön hier. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen. Dieser törren Metze! Na, na, nun wein doch nicht. Er ist doch nicht der einzige Mann auf der Welt. Aber er ist ein Baronett. Wo finde ich einen anderen Baronett? Hallo Vivian. Nun tu nicht so, als ob du mich nicht kennst. Ist das eine Art, einen alten Kumpel zu behandeln? Ihn einfach zu ignorieren? Da liegt ein Irrtum vor. Wir kennen uns nicht. Sei nicht albern, Vivian. Ich würde deine Mähne überall erkennen. Jetzt spielst du wohl die feine Dame. Aber bevor Baron Edward, wie auch immer, dich aus der Gosse gezogen hat, warst du eine gewöhnliche... Schluss jetzt. Die Dame sagt, sie kennt dich nicht. Wer ist das denn? Dein Neuer? Älter als der vorige scheint mir. Ein hinfälliger, bemooster Sack. Je weniger sie können, desto mehr lassen sie wohl springen. Gehen wir, Triss. Ich will keine Szene. Vivian! Hey! Du hast mir viel besser gefallen, als du in den Kutschen vor der Passiflora gearbeitet hast. Komm zurück, du Feigling! Was für ein Trottel. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Mein Mann ist Aufseher von Beruf. Ich bin ein Kraken. Moritz, was machst du denn hier? Die kleine Marigold, na sowas. Und ich dachte, das hier wäre eine Veranstaltung mit Klasse. Ja, du hast mir auch gefehlt. Aber können wir das jetzt lassen? Kommst du aus Novigrad raus? Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Triss. Dazu sind wir nicht hier. Doch, genau dazu sind wir hier. Nun, Moritz? Mich euch anschließen? Und wer wäre das wohl? Unter anderem deine Freunde. Sobald alle versammelt sind, führe ich euch. Du führst? Vergib mir, Marigold, aber da kann ich mich ja gleich von einer lahmen Ente führen lassen. Mach's gut. Wer war das? Er ist ein alter Freund, Moritz Diefenthiel. Ich erzähl dir die Geschichte ein andermal. Oh, sehen wir uns um. Entschuldigt mich kurz. Du bist... Ja, ich bin es. Die Forellenkundin. Oh ja, natürlich. Entschuldige die Vorsicht, aber können wir irgendwo allein sprechen? Vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft. Mein Hausdiener hat schon angekündigt, dass du einen Freund mitbringst. Ich möchte, dass so wenige wie möglich von Alberts Flucht erfahren, aber...
wenn du diesem Mann traust. Wie keinem sonst. Holen wir Albert. Wo ist er? Er unterhält die Gäste. Auf meinen Empfängen ist er stets überaus präsent. Ich wollte keinen Verdacht erregen. Wann können wir ihn wegbringen? Wenn die Gäste so viel getrunken haben, dass sie nur noch die Tabletts mit den Kelchen wahrnehmen. Keine Bange, das geht schnell. Woran erkennen wir ihn? Er trägt eine Panthermaske. Er weiß, dass ihr kommt. Ironischerweise scheint er recht aufgeregt. Ich fürchte, ihm ist nicht klar, in welcher Gefahr er schwebt. Ich sagte ja, besonders helle ist er nicht. Keine Sorge deswegen. Damit passt er zu diversen Magiern. Geralt, wir gehen ihn suchen. Ich warte auf eure Nachricht. Lass uns Albert suchen. Du Lumpen, schon wieder zu spät zum Abendessen. Du meine Güte. Du sprichst was für ein Monster. Nach dieser hässlich unpassenden Hochzeit? So reinigt und regeneriert sich die Gesellschaft. Wie wahr? Natürlich gilt das nur für die unteren Ränge und die anderen. Und dann ein kolossaler Knall. Bin schon wieder zu spät zum Abendessen. Nichts. Ich gebe es. Ja? Hübsche Maske. Albert Wegelboot? Nein! Ich bin ein schwarzer Panther. Oh, aber Graf. Dein Ausflug nach Novigrad. Wir sollten darüber reden. Oh, ihr seid also... Ja, wann können wir das Anwesen verlassen? Ja, Maman sagt, am besten warten wir, bis alle betrunken sind. Außerdem gibt es später Feuerwerk. Das ist eine prima Ablenkung. Wenn es anfängt, schleiche ich mich weg in den Garten. Wir treffen uns dann im Heckenlabyrinth. Wir warten da auf dich. Sehr schön. Aber probiert vorher noch den Fiorano Rosé. Unbedingt. Hoffentlich hat Albert nicht vergessen, wozu das alles gut ist. Willst du draußen warten? Ich habe einen hübschen Platz im Garten gesehen. Warum kriegst du die nicht an der Hüfte wie alle? Haken! Die war eine Schönheit. Wollen wir uns nicht kurz setzen? Endlich keine Maske mehr. Wenigstens für einen Moment. Tolle Aussicht von hier. Und Wein gibt's auch. Ist das lange her, dass ich zuletzt auf einem Ball oder bei einem Fest war. Was für eine angenehme Abwechslung von der Novigrader Kanalisation. Dann kann ich die Frage jetzt wohl stellen. Ja? Was ist mit dem Magier, den wir vorhin getroffen haben? Ach, Moritz, was willst du wissen? Wie hast du ihn kennengelernt? Ach, Geralt, alle Magier kennen sich. Manche sind über ein Jahrhundert alt. Da hat man viel Zeit, um Bekanntschaften zu schließen. Also dann, wann hast du ihn kennengelernt? Bei einem Fest vor langer Zeit. Er schlug ganz unverfroren vor, uns irgendwohin zu teleportieren, wo es ruhiger ist. Du hast abgelehnt? Glaubst du das? Er ist mir danach noch eine Weile nachgestiegen. Ich hatte den Eindruck, dass er dich nicht besonders mochte. Ich glaube eher, er würde mich lieber als seinen Schützling sehen und nicht als seine Anführerin. Ja, aber du bist diejenige, die Magier aus Novigrad rausschleust. Manchmal frage ich mich, wie ich die eigentlich alle zusammengebracht habe. Das war dein persönlicher Charme. Vorsicht,
Das klang wie ein Kompliment. Das sollte es auch. Oh, versuchst du etwa? Da kommt wer. Ist das Albert? Nein, ein verirrter Gast. Psst. Sucht sicher seine Geliebte. Wie in dem Elfenmärchen über den Frosch und die Lerche. Inchu, Inchu, Berg, Brogge. Stück für Stück, kleiner Frosch. Psst, gehen wir. Hoffentlich werden die anderen Gäste nicht so schnell betrunken wie ich. Je eher wir hier wegkommen, desto besser. Oh nein, ich will mir erst ihr berühmtes Heckenlabyrinth ansehen. Angeblich sind die Statuen dort komplett. Ganz und gar. Ganz und gar was? Nackt. Los, Geralt! Triss, Geralt, warte. Kommst du? Geralt, kommst du? Ja, wir gehen gleich zurück. Aber noch hat niemand bemerkt, dass wir weg sind. Vorsicht. Merigold, endlich! Wie schade, dass wir uns unter so unangemessenen Umständen treffen müssen. Das kannst du laut sagen. Aber ich bin sicher, das werden wir noch gut machen. Ich muss dir unbedingt meine alchemistischen Rezepte zeigen. Ist dir jemand gefolgt? Ich glaube nicht. Tausch trotzdem zur Sicherheit die Masken. Wir gehen zuerst. Geralt kommt direkt hinterher. In den Ställen warten gesattelte Pferde. Gut, wir treffen uns dort. Albert? Warum versteckst du dich? Albert, da bist du ja, mein Lieber. Hier bist du. Also wegen dieser Privatvorstellung. Unter anderen Umständen bekämst du das volle Programm. Oh, tut mir leid, ich... Albert Wegelboot? Geh bitte beiseite, Fräulein. Bei uns zählt Adel nicht, junger Graf. Mach keine Zicken, sonst ätzt's was. Ich glaube kaum. Komm schon, komm näher. Auf ihn, alle zusammen! Wo kommst du denn her? Na los! Los, gib's ihm! Verdammt! Ich brech dir die Knochen! Oh.
Alle zusammen! Ich presse dir den Nieren. Oh, Scheiße. Zähne sollst du spucken. Los, gib's ihm! Noch nicht genug? Du bist so gut wie tot, du Dreckskerl! Auf ihn! Alle zusammen! Verdammt! Jetzt bist du da! Schlag ihn von links! Tja! Komm schon, komm näher! Lass dir den Augenteil raus! Na los! Schlag ihn von links! Bringen wir's zu Ende. Albert, du wolltest mir dein Labor zeigen. Albert, da bist du ja, mein Lieber. Hier bin ich. Unter anderem. Oh. Albert Wegel. Geh. Zu langsam. Los, gib's ihm! Jetzt bist du dran. Auf ihn! Alle zusammen! Na los!
Noch nicht genug? Los, gib's ihm! Zähne sollst du spucken. Komm schon, komm näher. Na los! Auf ihn! Alle zusammen! Jetzt bist du dran! Na komm schon! Ich brech dir die Knochen! Schlag ihn von links! Zähne sollst du spucken! Bring dir's zu Ende! Noch nicht genug? Los, gib's ihm! Ich press dir den Nierentalk raus! Sollst du spucken. Auf ihn! Alle zusammen! Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Es ist alles in Ordnung. Ihr solltet allerdings jemanden in den Garten schicken, der aufräumt, bevor da ein Gast vorbeikommt. Ich soll Personal in den Garten schicken? Ja. Ich kümmere mich darum. Und ihr, beeilt euch.
Alles bereit? Ja, deine Schwerter habe ich schon von der Wache zurück. Und Ingrid hat mir das Geld gegeben. Es ist mehr als erwartet. Viel mehr, um ehrlich zu sein. Wunderbar. Wohin verschwinden wir denn jetzt? Du? Nirgendwohin. Was am Brunnen passiert ist, wir hätten nicht... Es war meine Schuld, ich weiß. Der Wein war mir zu Kopf gestiegen. Tut mir leid. Triss, entschuldige dich nicht. Herrin Merigold! Wir müssen los. Ich weiß. Sei vorsichtig. Thank you.